So, das soll dann ja jetzt für 14 Wochen reichen. Das sind jetzt dann 1,5 Jahre Eier. Oh, für 3,49. Na, wenn die mal so lange halten würden. Und wenn Sie jetzt glauben, der Vogt ist verrückt geworden, dann ist die klare Antwort nein. Wird demnächst Realität werden, was ich gerade gezeigt habe. Denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung wird zukünftig eine neue Empfehlung für die gesunde Ernährung in Deutschland rausgeben. Und die sieht vor, 35 Gramm Fleisch pro Woche und ein Ei in 8 Wochen. Das Interessante daran ist, dass es gar keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, die diese Empfehlungen rechtfertigen. Vielmehr führt die DGE nun gesellschaftliche Phänomene als Begründung an, nämlich den Grundsatz, Tierhaltung ist ungesund und deshalb sollen wir Deutsche auch kein Fleisch und keine Eier mehr essen. Also wenn Wissenschaft keine Rolle mehr spielt und grüne Ideologie jetzt vorschreibt, was wir zu essen haben, dann können wir uns die Empfehlungen der DGE auch sparen. In diesem Sinne, guten Appetit.